Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Eigentlich ist es unfair. Wer nicht ein AHV-pflichtiges Einkommen vorweisen kann, darf nicht in die steuerbegünstigte Säule 3a einzahlen. Das ist besonders für Frauen ein Problem und verstärkt sonst schon bestehende Vorsorgelücken. Was viele allerdings nicht wissen, für sein Alter vorsorgen kann man auch über die weniger bekannte Säule 3b. Die sogenannte ungebundene Selbstvorsorge 3b ist eine individuelle Vorsorgeform und schafft auch all denen, die nicht in Säule 3a dürfen, die zahlen, die Möglichkeit, Vorsorgelücken zu kompensieren. Anders als die bekanntere gebundene Vorsorge Säule 3a untersteht die freie Vorsorge 3b nicht dem gleichen Steuerprivileg wie Säule 3a. Man kann seine Einzahlung also nicht in der Steuererklärung bei den üblichen Abzügen anbringen. Dafür ist man freier und die Auszahlung des angesparten Geld ist nicht an die Pensionierung gebunden. Welche Möglichkeiten man hat und wer genau am besten über Säule 3a und wer über Säule 3b sparen, darüber reden wir jetzt mit dem Christoph Schwarber, Generalagent bei der Helvetia Rital. Ja, welche sind die Vorteile von dieser Säule 3b? In der 3b sind sie frei in der Anlageform. Sie können die Höhe von der Einzahlung selber bestimmen und variieren. Sie können Begünstigung frei wählen und sie profitieren vom Erb- und Konkursprivileg. Zudem können sie die Anlagedauer selber bestimmen. Ein Nachteil ist allerdings, dass man die Einzahlung eben in Säule 3b nicht im gleichen Stil wie bei der Säule 3a eben bei den Steuern kann abziehen kann. Heisst das auch, dass man dafür auch keine Einzahlungslimite hat? Das ist richtig. Man kann frei einzahlen, darum auch freie Vorsorge. Man kann die Höhe selber wählen. Man kann so über die 6.826 Franken von den 3a zum Beispiel einzahlen. Und man kann es auch bei den Steuern zum Abzug bringen. Leider unter der Position, wo auch Krankenkassenbeiträge fallen. Dort ist meistens kein Steuervorteil vorhanden. Jetzt Unterschied gibt es auch zwischen den beiden Säulen bei der Begünstigung im Todesfall. Da ist man ja auch bei der Säule 3b wesentlich freier auch in der Begünstigung, wenn man jemandem auch das Kapital zugeben möchte. Das ist richtig. In der 3b ist man völlig frei. Da kann man einsetzen, wer man will. Bei einer reinen Risikoversicherung ist es sogar so, dass die Begünstigung oder die Leistung im Todesfall nicht wie in eine Erbmasse hineinfallen. Dann ist es auch so, dass ich dort am besten die Person, die ich erwähne, tue, in der 3b auch irgendwo im Testament hinterlegen tue, weil man muss aufpassen, dass man Pflichtanteile nicht verletzen tut bei einer gemischten Vorsorge. Bei einer 3a hingegen ist gesetzlich vorgegeben, wie die Begünstigung lautet. Das heisst, es ist immer zuerst, wenn vorhanden, der überlebende Ehepartner zu begünstigen oder ein eingetragener Partner, bei dessen fehlen die Kinder, bei dessen fehlen bla 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 die nächsten Erben. Man sieht also, dass man bei der Säule 3b mehr Freiheiten geniesst. Genau darum wird die Säule 3b auch Freivorsorge genannt. Sie lässt deutlich mehr Freiheiten zu. Anders als bei der Säule 3a muss Guthaben als Vermögen versteuert werden. Die Auszahlung hingegen ist steuerfrei und der Zeitpunkt für die Auszahlung ist frei wählbar. Das schafft auch andere Voraussetzungen für die Anlage der Gelder, wo man in der Säule 3b angespart hat. Ja, welche Bestimmungen muss man jetzt erfüllen, wenn man das Geld, das man in der Säule 3b anlegen will, investieren will? Weil wenn man da wieder einen Vergleich macht, in der Säule 3a gibt es ja ziemlich strenge Richtlinien. Das ist richtig. Bei der 3b ist man wieder frei. Also man kann da komplett frei wählen, welche Anlageform dass man reingeht. Wenn man will 100% Aktien fahren oder eher ein bisschen konservativer. Bei der 3a gelten die gleichen Vorschriften wie bei der Pensionskasse. Also man ist limitiert. Man kann nicht 100% Aktien einsetzen. Man kann noch einen gewissen Anteil. Und das macht natürlich dann schon einiges aus. Zudem ist die Anlagedauer eine andere. Also eben bei der 3a ist es immer bis zum Erreichen vom Pensionsalter respektive maximal ins Vorsorgealter. Ab 60. Und bei der 3b kann man es frei wählen. Also da kann man 10, 15, 20 Jahre anlegen, je nachdem, was für ein Ziel das man auch vor Augen hat. Also nehmen wir es noch ein bisschen mehr auseinander. Für wen eignen sich eher eine Säule 3b und für wen eher eine Säule 3a? Ja, also Sie haben es vorher schon erwähnt. 3a eignet sich für die Leute, die auch ein AV-Einkommen haben und dort bereits
in der Pensionskasse auch Einzahlungen machen und irgendwo ein Kapital zur Verfügung haben, um eben den Steuervorteil auch zu nutzen und ein langfristiges Ziel haben, um eben sich ein drittes Bein aufzubauen in der Vorsorge oder eine Familie abzusichern. Und 3b empfiehlt sich für die Leute, die eben nicht mehr AHV-pflichtig sind, weil sie vielleicht eine Pause haben oder unter einer gewissen Limitigkeit bei der Pensionskasse und sich wollen gleichzeitig keine Lücken schaffen, respektive die Lücken ausgleichen mit einer 3b-Versicherung. Was raten Sie besonders denen, die eben nicht können, die Säule 3a einzahlen, die eben die Säule 3b nutzen sollten? Unbedingt die Risiken Erwerbsunfähigkeit und Todesfall über eine 3b-Versicherung abzudecken. Weil das entstehen einfach riesengroße Lücken und vor allem für Frauen nicht zu unterschätzender Bedarf vorhanden. Unbedingt das mit einem Spezialisten zusammen anschauen, Vorsorge neu planen. Danke vielmals, Christoph Schwarber. Im Prinzip ist es für alle klar. Man muss in Sparbatzen investieren, sonst hat man keine Rendite. Doch nicht jeder und nicht jede ist ein Anlageprofi und viele fühlen sich bei der Frage, wie sie ihr Geld investieren sollen, überfordert, erst recht in der Corona-Krise. Und andere haben schlicht keine Lust, sich um Anlagethemen zu kümmern. Für sie ist es sinnvoll, wenn sie ihr Erspartes verwalten lassen. Auf was muss man achten, wenn man seine Anlageentscheid an die Bank delegiert? Was für unterschiedliche Möglichkeiten hat man bei der Vermögensverwaltung? Und wie kann man dabei Kosten sparen? Antworten und Tipps bringen wir das nächste Mal wieder da bei uns im Geld. Einen angenehmen Abend.